Hallo ihr Lieben und willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ein ganz spontanes Video, um ehrlich zu sein. Das ist ein Track Guide hier in Imola auf der Rennstrecke. Es ist eigentlich ein cooles Video, denn ich habe mir gedacht, ich nehme euch mal nicht in ein Formel 1 Game mit, wie immer bei Codemasters auf irgendeine Strecke auf einen Track Guide, sondern mal hier in Assetto Corsa mit meinen Mods, die ich hier habe. Hier seht ihr, das F1 Mod ist installiert. Das ist noch vom letzten Jahr 2020. Aber ich dachte mal, ich zeige euch ein bisschen so die Strecke, was ihr so tun müsst, wie das Ganze abläuft und so weiter und so fort. Also wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Los geht's! Nun ja, so wahnsinnig viel möchte ich eigentlich am Anfang gar nicht rumreden. Ich würde sagen, wir legen gleich los. Ihr seid hier im dritten Gang, sehr, sehr, sehr weit draußen auf der rechten Seite. Müsst spät einlenken, den Scheitel innen völlig voll mitnehmen, das heißt maximal drauf fahren und dann hier schön heraus beschleunigen. Meidet den Körper am Exit, am Anfang, wo die Runde anfängt. Dann rollt ihr hier entlang, öffnet das DRS natürlich, das ist, glaube ich, selbstverständlich und sollte bei jedem von euch gar kein Problem sein. Danach in den achten Gang, ihr erreicht 314 km pro Stunde auf dieser Geraden. Und bremst kurz nach dem 200 Meter Schild, eher beim 150 Meter Schild und kommt hier raus. Das heißt, ihr seid schon beim Rasen am rechten Rand, lenkt dann in den dritten Gang ein und versucht hier so weit wie möglich drauf zu kommen. Und hier innen die schwarzen Dinger zu vermeiden, dennoch den Curb richtig schneiden. Gar nicht so weit auf den linken Curb raus, sondern eigentlich versuchen, mittig auf der Strecke zu sein. Das heißt, genauso viel Platz links, genauso viel Platz rechts seid ihr auf der Strecke positioniert. Und nimmt dann genug Speed mit auf die nächsten geraden Teil hier. Bisschen Curb. Hier müsst ihr nicht auf den äußeren Curb drauf fahren. Und das ist eigentlich ziemlich einfach wieder flat. Durchballern. Jetzt kommt eine der coolsten Kurven. So eine Art Achterbahn, so wie in Japan, der erste Sektor. Ganz spät einlenken. Dafür aber voll Curb innen mitnehmen. Und voll Curb nochmal innen mitnehmen. Und auch diesmal außen auf den Curb voll drauf. Und hier in den vierten Gang schalten. Das ist nämlich deswegen wichtig, dass ihr hinten bei diesen Formel 1 Autos, bei dem Mod, das ich installiert habe, die Traktion nicht verliert. Und das passiert extrem schnell mit diesen Fahrzeugen, da die nicht so sind wie bei F1 2020, sondern viel aggressiver und viel flexibler sind. Deswegen müsst ihr darauf achten, dass ihr dort wirklich in den vierten Gang geht, also Short Shifting betreibt. In dieser Kurve ist eine meiner Lieblingskurven in Imola, Trailbreaking hinein, im zweiten Gang an den Kurvenscheitel, in den dritten Gang. Und dann gleichzeitig versuchen herauszubeschleunigen und auf den Curb und da seid ihr wieder im vierten Gang. Ist eigentlich sehr klar, dann geht es hier den Berg auf. Das ist ein ziemlich, ja, eine coole Passage eigentlich. Macht viel Spaß, wenn man es kann. Und dann hier beim 50 Meter Schild nur kurz auf die Bremse tippen, Auto anstellen, vierter Gang und dann flat weiter. Das heißt, der Teil ist eigentlich gar nicht schwer. Ihr müsst nur ganz kurz auf die Bremse stupsen, gar nicht richtig reingehen in die Bremse, dann einfach nur berühren. Der Teil hier ist flat. Ich würde aber in den siebten runterschalten, um ein bisschen die Motorbremse zu betätigen. Hier Trailbreaking rein, im zweiten Gang drin. Scheitel innen mitnehmen, ganz wichtig. Ihr kommt mit Trailbreaking in die Kurve, werdet euch quasi bis zum zweiten Gang hinunterschalten, dreht euch in die Kurve mit dem Trailbreaking, könnt ihr das Fahrzeug extra rotieren. Und dann hier im zweiten Gang geht es in den dritten Gang und anschließend raus aus der Kurve. Versucht hier auf der Strecke zu bleiben. Ihr könnt aber auch innerhalb der weißen Linie sein. In Assetto Corsa ist die Runde trotzdem gültig. Das ist nicht so wie in Formel 1 2020. Super. Nun kommt die Schikane. Ihr bremst bei 75 Metern. Das heißt, weder beim 100 noch beim 50 Meter Schild. Schaltet bis in den zweiten Gang runter und lenkt sehr spät ein. Das ist wichtig. Denn ihr müsst versuchen, diese Schikane nicht einfach geradeaus durchzufahren und dann auf dem gelben Teil hier zu landen. Also nicht so einfach durchfahren und dann hier auf dem gelben Teil landen. Weil das ist ziemlich hart und das zerstört euren Unterboden. Viel lieber müsst ihr versuchen, das zeige ich euch jetzt. Viel lieber solltet ihr versuchen, nicht in den Rasen zu fahren, genau, auf jeden Fall viel lieber solltet ihr versuchen, hier rauszukommen, aber weiter raus rechts zu kommen. Das heißt, ihr seid hier schon so ein bisschen am Schneiden, sodass ihr die nächste Linkskurve in einem schönen runden Bogen fahren könnt, denn ihr schneidet dann nicht geradeaus durch, dann kommt ein bisschen weiter rechts raus, kommt dann in den dritten Gang und habt dann richtig viel Speed, den ihr hier gleich mit auf die Gerade rausnehmen könnt. Und das funktioniert dann optimal, hier ist dann flat. Achtet darauf, dass ihr nicht so viel Spin bekommt wie ich, denn ich habe kein Short-Shifting gemacht. Dort kommt ihr hier angelangt und bei der letzten Kurve sind 50 Meter Trailbreaking anwenden, Auto anstellen, versuchen den Scheitel hier zu berühren und auch hier außen den Körper zu berühren und jetzt gleich in den vierten Gang und auch wieder flat raus beschleunigen. Also das ist eigentlich eine Kurve so. Diese Kurvenkombination, ich benutze das hier, ich nenne das immer als eine einzige Kurve, weil das ist eigentlich eine Linie, die ihr durch die zwei Kurven führen müsst. Und dann war das eigentlich auch schon die Hot Lap hier in Imola. Letztes Jahr war Qualifying eine 1.13.8 bei den Profis in der echten Formel 1.
Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr in die Kommentare schreiben könntet, was ihr vermutet, was die Autos dieses Jahr in den Boden fahren werden. Ansonsten bedanke ich mich sehr, dass ihr heute beim Video da wart. Wenn euch das Spaß gemacht hat, dann lasst bitte ein Abo da und droppt gerne Likes. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.